Wir haben hier in Münster ein sehr zukunftsfähiges Konzept der Priesterausbildung entwickelt. Das bedeutet, dass wir die Priesterkandidaten nicht isolieren, nicht absondern von der Welt, von anderen Studierenden in ihrem Alter, sondern ganz im Gegenteil. Unser Konzept sieht vor, dass die Priesterkandidaten zusammen mit Studierenden unterschiedlichster Fächer, Frauen und Männern, ausgebildet werden. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass Priesterkandidaten heutzutage von vornherein die Erfahrung machen, Teil des Volkes Gottes zu sein. Das, was uns hier im Haus verbindet, und zwar über die verschiedenen Fachrichtungen hinweg, ist die Frage: Gott, was hast du mit mir vor in meinem Leben? Und dieser Frage gehen die jungen Leute auf unterschiedliche Art und Weise nach. Und darin gibt es dann welche, die in diesem Lebensentwurf meinetwegen Lehrerin werden oder Jurist werden oder Medizinerin und andere, die eben Priester werden. Aber gemeinsam sind sie in dem Bewusstsein unterwegs, wir bilden gemeinsam das Volk Gottes, wir sind die Kirche. Viele junge Leute suchen ja auch einfach einen Raum, wo sie vielleicht nicht ständig unter dem Druck stehen, sich rechtfertigen zu müssen, katholisch zu sein. Das erlebe ich und höre ich immer wieder von unseren Studierenden, dass sie das im Kreis ihrer Kommilitonen, ist das Thema Glauben ganz schwierig. Zur Kirche zu gehören, ganz schwierig. Und hier haben sie einen Ort, wo nicht unkritisch, aber dann eben mit einer, sagen wir mal, Grundsicherheit, hier kann ich auch sagen, dass ich an Gott glaube, dass mir die Kirche wichtig ist, dass mir das gemeinsame Glauben wichtig ist. Diesen Ort anzubieten, halte ich für ganz wichtig. Also erstmal gibt es hier bei uns im Haus eine ganz positive Grundstimmung den Priesterkandidaten gegenüber. Ich glaube, dass sie sich wirklich getragen fühlen können, auch von der Hausgemeinschaft, von den anderen Studierenden. Natürlich gibt es auch Anfragen an die Lebensformen. Es gibt Anfragen, kritische Anfragen an die Lehre der Kirche. Und da gibt es natürlich auch Diskussionen und Herausforderungen. Das ist aber auch gut und wichtig für die Priesterkandidaten, sich damit auseinanderzusetzen. Denn da, wo die Auseinandersetzung fehlt, spätestens in der Gemeinde, kommt die Auseinandersetzung. Das heißt, das ist schon hilfreich, dass es hier stattfindet. Wir sind ein Bistum mit einer 1200-jährigen Geschichte. Wenn dieses Bistum jetzt sagen würde, wir verabschieden uns aus der Priesterausbildung, wir verabschieden uns auch ein Stück dann von so einem Modell, Volk Gottes mit jungen Menschen zu sein, zu bilden, glaube ich, wäre das ein ganz fatales Zeichen. Was wir brauchen heutzutage, ist ein klares Bekenntnis der Kirche, des Bistums: Ja, wir wollen Priester. Und das beschränkt sich nicht nur darauf, dass wir das vom Bischof hören müssen, in Predigten oder anderen Veröffentlichungen, sondern das braucht es insgesamt vom Bistum. Und ich würde mir das auch sehr wünschen von den Vertretungsgremien im Bistum, zum Beispiel vom Diözesanrat. So eine ausdrückliche Aussage: Wir wollen Priester.